Danke für die Einführung. Schönen guten Mittag. Du hast es ja schon angesprochen, kurz vor der Mittagspause, schöner Slot. Die eine Hälfte war schon beim Mittag, die andere Hälfte wartet aufs Mittagessen. Ich bemühe mich, so interessant wie möglich den ganzen Vortrag hier zu halten. Nicht so schnell wie möglich durchzugehen, aber so interessant wie möglich. Ja, zu meiner Person. Andreas Hartison, mein Name. Ich bin Director Sales bei MAP, beziehungsweise seit 8 Jahren jetzt bei WebTrack. Leite dort das Neukundengeschäft bzw. Neukundenbereich. WebTrack MAP ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ich komme nachher nochmal in meiner Präsentation darauf zu sprechen. Wir wurden letztes Jahr, wie gesagt, von MAP gekauft, aber dazu nochmal weitere Informationen später. Ja, zu dem Thema datengetriebene Insights, Erfolgsfaktor im E-Commerce und Retail. Ich habe da vor ein paar Wochen eine E-Mail von unserer Marketingabteilung bekommen, die da sagte, hier Expo, E-Commerce Expo Berlin, interessante Veranstaltung, da müssen wir daran teilnehmen, du hast einen Speaking-Slot, hier sind 8 Themen. Waren nicht 8 Themen, waren nur 8 Überschriften, es ging immer ums eine Thema, datengetriebene Insights. Ich habe mir da für die langweiligste Überschrift entschieden, in der Hoffnung, dass keiner kommt, hat nicht geholfen, daher trotzdem danke, trotz allen Widrigkeiten, dass Sie hergekommen sind, um meinen Vortrag anzuschauen. Danke dafür. So, Thema, was sind Insights? Als ich die Präsentation jetzt am Wochenende vorbereitet hat, war meine kleine 5-jährige Nichte zu Besuch, die mir ständig dann über die Schultern geguckt hat, was ich da mache. Und die hat dann auch tatsächlich gefragt, was sind denn Insights? Ich habe dann kurz gezögert und überlegt, ja, wie erkläre ich Ihnen jetzt, was Insights sind? Ich habe dann eine kurze Geschichte erzählt und das ist, was ich ihr erzählt habe. Ja, Insight, wir sehen ja hier, ich werde sie nochmal vorlesen. Im Nachgang keine gute Idee gewesen. Wie Sie sehen, die Geschichte ist etwas löchrig, nicht ganz stimmig in sich. Und als ich dann dachte, ich habe die Frage grandios beantwortet, meiner 5-jährigen Nichte, kam wie aus der Pistole geschossen 20 weitere Fragen. Unter anderem auch, ob es da in der Wüste Kamele gäbe und ob man die streicheln könnte. Aber wie gesagt, Geschichte hin oder her. Was die Geschichte eben schön zeigt, sind 3 Erkenntnisse. Erste Erkenntnis, 5-Jährige können extrem anstrengend sein. Zweite Erkenntnis ist, dass wenn ich eine Frage beantwortet habe, es durchaus passieren kann, dass 20 neue Fragen auftauchen. Also die Geschichte ist nicht ganz, ich sag mal, unkomplex. Der dritte Punkt ist, was es hier so schön zeigt, ist, dass es darum geht, wirklich im ersten Schritt Daten zu erfassen, Daten zu sammeln. Ich brauche Daten, um darauf wirklich meine Analysen entfahren zu können. Ich muss gucken oder ich muss analysieren können, zum Beispiel wie hier in dem Beispiel, wie lang ist der Weg, wie ist das Wetter, ist es heiß, gibt es Möglichkeiten, wo ich abweichen kann, kann ich quasi auf der Strecke dorthin verdursten oder mich verirren und so gesagt, dann übersetzt, nicht zur Conversion zu kommen. Also hier ganz, ganz essentiell ist das Thema Daten sammeln. Der zweite Schritt, der essentielle Schritt ist eben, diese Daten nicht nur zu sammeln, anzureichern, sondern eben auch analysieren zu können. Um dann im dritten Schritt eben Insights zu generieren und diese Insights auch nutzbar zu machen. Also Insights sind Informationen, Kenntnisse, die Sie gewinnen aus Ihren Daten, die Sie dann eben auf verschiedenen Kanälen eben nutzbar machen können. Also einen Mehrwert, den eventuell auch Ihre Konkurrenz nicht hat. Da ganz, ganz Stichwort First-Party-Daten, also wirklich Erkenntnisse zu sammeln, die andere nicht haben und auf diesen Erkenntnissen eben Handlungen ableiten zu können. Daher war es im Nachgang vielleicht auch nicht ganz das schlechteste Beispiel. Um diese Insights anzuwenden, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie gesagt, wir reden ja auch über Möglichkeiten, Insights im E-Commerce und Retail eben anzuwenden. Und da habe ich auch mal ein paar Beispiele gesammelt, die wir auch alle kennen. Also gerade der Retail oder der Einzelhandel ist ja da, obwohl wir im E-Commerce-Bereich oder im Online-Bereich haben, ganz andere Möglichkeiten haben. Also wir haben viel mehr Daten, auch die Daten zu verknüpfen. Aber hier ist wirklich der Einzelhandel schon weit voraus. Ich meine, kennen wir alle, da werden schon seit Jahrzehnten eben wirklich große Studien gefahren, da wird wirklich auf das Unterbewusstsein des Menschen eingegangen, da werden psychologische Studien erstellt, die dann wirklich, was Sie auch kennen, das Ganze auch wirklich so gestalten, dass wenn Sie durch den Laden laufen, die hochpreisigen, guten Produkte auf Sichthöhe sind, die billigen eher unten und so wird eigentlich in jedem Detail darauf geachtet, dass Sie beeinflusst werden, eben mehr zu kaufen, als Sie eigentlich wollten. Genau das sollte auch im E-Commerce-Bereich gemacht werden, was meiner Meinung nach eben noch nicht so gemacht wird in dem Rahmen, obwohl die Möglichkeiten eben da sind. Wie gesagt, bestes Beispiel ist mein Bäcker.
Da gehe ich jeden Morgen hin und bestelle mein Cappuccino und ein Brötchen. Der weiß auch schon Bescheid, was ich will. Das heißt, es ist auch schon teilweise vorbereitet. Auch wenn ich mal später komme, weiß er, dass er dann zum Beispiel, ich so besonders affin auf Angebote bin. Und dann sagt er mal, hier, guck mal, haben wir für 2,99 hier mal ein neues Brötchen oder Mittagessen, willst du nicht gleich was kaufen? Genauso agiert er, indem er sagt, hier, du kaufst ja mal einen Kaffee, willst du nicht eine Kundenkarte? Beim 10. Stempel kriegst du einen umsonst. Also alle Maßnahmen, die er erstmal gesammelt hat, also die Daten, die er gesammelt hat, die er analysiert hat, diese Insights, die er daraus gezogen hat, die macht er eben jetzt nutzbar. Ein anderes gutes Beispiel in dem Bereich, wirklich Insights zu generieren, First-Party-Daten zu generieren, einen Mehrwert zu generieren, den die Konkurrenz eben nicht hat. Ich war letztens im Ausland im Hotel, also datenschutztechnisch ist es ein anderes Thema, wird wahrscheinlich so in Deutschland nicht funktionieren, aber da wurde jedem Gast ein kostenloses Handy zur Verfügung gestellt während der kompletten Aufenthaltszeit. Alles vorinstalliert, aber es wurde dann auch gecheckt, wo gehe ich hin, welche Restaurants besuche ich, welche Veranstaltungen besuche ich, um dann eben wirklich diese Insights nutzen zu können, um mir einen noch angenehmeren Aufenthalt zu ermöglichen oder zu genehmigen. Dementsprechend hat es dann als Resultat, dass ich eine höhere, bessere Bewertung abgebe, ich zufriedener bin und dementsprechend im Nachgang werden dann eben die Buchungen und so weiter steigen. Also Insights basiert wirklich auf einer guten Datenqualität und da komme ich auch zum nächsten Punkt, wie wichtig eben diese Datenqualität, diese Datengenauigkeit ist. Ein Augenblick. Denn Insights sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie basieren. Er sagt, Marketing basierend auf Durchschnittswerten liefert eben nur durchschnittliche Ergebnisse. Ich hatte hierzu mal vor 5 Jahren Gespräche mit einem CMO im Bereich E-Commerce. Sie waren ein reiner E-Commerce-Händler und er hatte damals im Gespräch mir erzählt, dass sie schon 30% der User, die auf Web oder App sind, gar nicht erfassen, aus diversen Gründen, zwar der Anbieter, Adblocker und so weiter. Die restlichen 70% seien auch ziemlich ungenau, weil ja, Einbau des Tracking-Pixels, verschiedene Datensilos, ich habe Daten im CRM, ich habe Daten dort, die werden einfach nicht zusammengeführt, sodass ich wirklich eine Basis an Daten habe, mit dem ich eigentlich nicht arbeiten kann. Ich habe ihn auch noch gefragt, wie es denn möglich sei, auf so einer geringen oder so einer inkorrekten oder nicht genauen Datenbasis eben Marketingaktionen fahren zu können. Er meinte, es wäre kein Problem, das würde ausreichen, also die Datenmenge, die er hat. Das Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Vielleicht hätten wir da nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen sollen. Das zeigt das Beispiel, also nicht auf die, auf das Schaubild im Detail achten, das zeigt einfach nur da, dass wirklich im Durchschnitt, wenn ich nur mit Durchschnittswerten oder wirklich noch einer geringen Datenbasis arbeite, eben meine Ergebnisse auch durchschnittlich sind. Und Durchschnitt führt ja kurz oder lang eben zu Stillstand und früher oder später eben natürlich dazu, dass sie nicht mehr auf dem Markt relevant sind. Wenn wir nochmal zum Beispiel zurückgehen, zum Beispiel die Wüste mit dem Beispiel, ich baue da einen Limo-Stand auf, dann kann es passieren, wenn ich eben nicht genug Daten habe, dass ich den Limo-Stand eventuell zu früh aufbaue, bei Meile 3. Das heißt, die Leute haben da noch keinen Durst und laufen einfach weiter. Oder ich mache den Limo-Stand etwas zu spät, bei Meile 9. Da denken sich die meisten, naja, ich bin ja schon gleich durch, muss ich jetzt nicht noch extra Geld ausgeben, die 3 Kilometer schaffe ich noch. Also es ist elementar wichtig, wirklich genaueste Daten zu erfassen und dann auch wirklich tiefgehend analysieren zu können, um dann eben, wie gesagt, daraus seine Insights generieren zu können. Wie wichtig das ist, dass ich einfach nur, sondern auch tatsächlich belegt ist, das zeigt nicht nur die Erfahrung, das zeigt nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern tatsächlich gibt es hierzu auch diverse Studien, die dann ganz eindeutig auch zeigen, wie wichtig eben solche Erkenntnisse, solche Insights sind und darauf basierend eben, ja, wie wichtig natürlich auch die Datenerfassung, das ganze Analysierthema ist. Auch hier nochmal zurück zum Beispiel der Wüste oder Retail, E-Commerce, egal. Was Sie sehen, die Conversion ist quasi die Oase, mein Ziel, da will ich hin. Ich will Umsatz oder dementsprechend, wie auch immer Ihr Geschäftsmodell aussieht, Newsletter-Anmeldung oder sonstiges, ich will eine Conversion erreichen. Idealerweise wäre es dann, dass ich einen Insights generiert habe, ich habe Daten gesammelt, ich habe dementsprechend meine Analysen gefahren, habe hier mein Insight gezogen und definiere eine Strategie, die pushe ich über alle Kanäle. Dementsprechend habe ich meine Nachrichten auch konfiguriert und warte nur noch ab, bis quasi der Umsatz steigt, das ganze Geld reinregnet. Ja, so leicht ist es leider nicht. Marketing, ich glaube, da muss ich keinem erzählen, ist einfach der Wahnsinn. Also sie haben
diverse Kanäle, sie haben diverse Daten zur Verfügung. Und was ich auch gesagt habe, ist halt enorm wichtig, die beste Zeit, den besten Kanal und die absolut passende Nachricht auf den einzelnen User eben zu finden und dann auch wirklich zielgesteuert eben ausspielen zu können. Und das macht das Ganze eben so komplex. Und trotz der Tatsache, dass, wie ich eben gerade geschildert habe, ist es dann doch so, wie auch das Gespräch, wovon ich Ihnen gerade erzählt habe mit dem CMO, der auf relativ geringer Datenbasis arbeitet, dass die meisten Entscheidungen eben von Marketern oder ja, von den Verantwortlichen eben aus einem Bauchgefühl heraus entstehen oder gemacht werden. Und die Studie nebendran zeigt auch nochmal schön, wie komplex es auch ist und wie wichtig es auch ist, wirklich nicht nur eigene Daten zu sammeln, sondern wirklich Daten zu sammeln, zusammenzuführen und einen eigenen Datenstamm aufzubauen, auf dem ich dann dementsprechend ja meine Insights ziehen kann. Also sagt, Daten ist das A und O. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Wie gesagt, wenn man eben eher auf sein Bauchgefühl hört oder eher einfach mal einen Kanal oder sonstiges nicht wirklich verifiziert, wen habe ich da, wenn man seine Kunden nicht genau kennt, was man tun sollte, dann verschwendet man eben, wir haben eine konkrete Zahl, 26% seines Budgets und auch das Budget, das eingesetzt wird, ist tatsächlich nicht optimiert. Man hat so viele Möglichkeiten, wie Sie sehen. Das sind nur einige Beispiele, die man nutzen machen kann. Also wirklich als Beispiel zum Beispiel, wenn ich einen Gutschein ausspiele, aber er hätte sowieso gekauft, dann war der Gutschein umsonst. Spiele ich eventuell keinen Gutschein auf und der ist ziemlich gutscheinaffin und achtet auch darauf, 50 Cent günstiger, das kauft er, habe ich ihn komplett verloren. Also alle die Punkte, die ich eigentlich, wenn ich das korrekt erfasst hätte und korrekt analysiert hätte, umgehen könnte. Das heißt, ich kann mit meinem bestehenden Budget tatsächlich schon mehr erreichen, ohne nochmal zusätzliches Budget einsetzen zu müssen, wenn man tatsächlich darauf achtet, eben diese Daten korrekt erfassen zu können und eben auch die Möglichkeiten hat, das Ganze auch tiefgehend analysieren zu können. Und so sieht tatsächlich die Realität aus. Auch hier, wie gesagt, es ist hauptsächlich online E-Commerce getrieben, aber das Gleiche gilt natürlich auch für Retail. Wenn ich später auch nochmal auf Map und unsere Möglichkeiten zu sprechen komme, wir bieten natürlich auch die Möglichkeit, ich sag mal, die Online- und die Offline-Welt miteinander zu verknüpfen. Wir haben da auch schon diverse Fallbeispiele bei Kunden gelöst, da kann ich Ihnen im Nachgang gerne nochmal Informationen zukommen lassen. Aber so sieht tatsächlich die Strategie aus und das ist auch, was ich gesagt habe, was Marketing wirklich so wahnsinnig macht und auch wirklich, was Insights betrifft, dass das auch wirklich ein Trial and Error ist. Man muss auch wirklich versuchen, das Ganze mal an den Start zu bringen, zu analysieren und dementsprechend die Handlungen herauszuziehen. Die Slide können Sie vergessen, die hätte ich eigentlich im Nachgang wieder rausnehmen müssen. Hatte ich leider nicht mehr die Chance zu, aber egal, ich gehe da trotzdem nochmal drauf ein, weil die auch ein paar Punkte zeigt, die relativ wichtig sind. Das ist, die Zahlen sind nicht richtig, der eigentliche Case mit einem Kunden zusammen, es ging darum, dass in Warenkorb gelegte Produkte, ein gewisser Wert und später, wie können wir dann die Leute dazu bringen, doch abzuschließen. Da wurde dementsprechend Analysen gefahren, Sie sehen hier den Funnel. Und jetzt wurde auch getestet bzw. geguckt, Insights gezogen, an welcher Stelle kann ich denn tatsächlich ansetzen, wo habe ich den wenigsten, geringsten Aufwand, um einen deutlichen Mehrwert zu generieren. Da wurden verschiedene, wie gesagt, Ansätze durchgespielt, dass in dem Fall, wie gesagt, die Öffnungsrate verbessert wurde oder man hat geguckt, dass noch mehr E-Mails zugestellt werden könnte. Aber das Ganze hat eben die Zahlen nicht signifikant nach oben getrieben, weil entscheidend war die Identifizierung der jeweiligen User, die auf der Seite waren. Und das ist auch, was ich sage. Man muss seine User, man muss seine Basis kennen. Nur wenn man sie kennt, kann man dementsprechend agieren. Und dann hätten wir, wie gesagt, wenn Sie jetzt einen Insight gezogen hätten, okay, ich hätte jetzt 2% durch die Verbesserung der E-Mail-Zustellung erreiche ich 9 statt 8 Anmeldungen. Aber hätte ich tatsächlich mich darum gekümmert, die User zu identifizieren, hätte ich einen deutlichen Mehrwert erreicht. Also Sie sehen, ja, wie komplex das Ganze ist und wie viele Feinheiten eben da entstehen können. Also auch hier, der Spruch sagt es ganz gut, es sind wirklich tausende kleine Verbesserungen, die ich stetig machen muss. Also wirklich Trial and Error lernen, nochmal zurückspielen, nochmal analysieren, um wirklich immer Schritt für Schritt weiterzukommen, erfolgreicher zu werden. Und hier kommt natürlich Map ins Spiel oder WebTrack. Weil um eben Insights zu generieren, gute Insights zu generieren, wertvolle Insights zu generieren, hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, brauche ich natürlich im ersten Schritt Daten.
Und auch hier gesagt, ich brauche so viele, so korrekte Daten wie möglich. Und ich muss auch verschiedenste Datenquellen, ich muss in der Lage sein, diese verschiedenen Datenquellen eben auch zusammenzuführen. Das bringt mir nichts, wenn ich hier ein Datensilo habe, wo ich CRM-Daten habe, da habe ich andere Daten. Diese Daten müssen zusammengefasst werden. Diese Daten müssen eben über die Möglichkeit, die wir eben bieten, eben über eine Customer Data Plattform diese Daten anzureichern mit anderen zusätzlichen Informationen. Wir haben natürlich eine AI, also einen Algorithmus, einen Selbstlernalgorithmus entwickelt, der jetzt schon, ich sag mal, gewisse Handlungsempfehlungen gibt, aber auch so Smart Alerts, wenn eine Kampagne ja nicht die Kennzahlen erreicht, die sie erreichen sollte, oder Handlungsempfehlungen, die daraus entstehen, wenn es nicht ganz eben so läuft. Das gibt es jetzt schon alles. Und Sie können auch wirklich sehr, sehr fein Persona, Segmente und so weiter erstellen. Die Zukunft wird auch dementsprechend so aussehen, dass es immer mehr in Richtung AI geht, also Machine Learning, dass wirklich automatisch generierte Handlungsempfehlungen ausgespielt werden, dass wirklich auch Kampagnen und so weiter vollautomatisch dementsprechend ausgestellt werden, auf Basis eben der Daten, die Sie erfasst haben. Und das Ganze muss natürlich orchestriert werden, also auch verschiedenste Kanäle, wie wir gesehen haben, ausgespielt werden, da die Möglichkeiten heutzutage ja wirklich zahlreich sind und Sie auch gesehen haben, wie wichtig es ist, eben wirklich auf den einzelnen User einzugehen, auf die einzelnen Kanäle mit der speziellen Nachricht, mit der eigenen Nachricht eben darauf einzugehen. Der zweite Punkt, das ist, der wichtig ist, dass eben nicht nur die Systemlandschaft, also die Lösung auch Ihnen zur Verfügung gestellt werden, was eben Map machen kann, sondern der zweite wichtige Punkt hier ist eben auch das Know-how. Ich, wenn es darum geht, also wir sind ja noch nicht so weit, dass die Maschine bzw. Algorithmen eben alles für uns übernehmen, deswegen auch hier aktuell ist es tatsächlich noch elementar wichtig, eben auch Know-how mitzubringen. Was können eventuell Insights sein? Wie analysiere ich? Was für Daten brauche ich? All das bietet Map eben auch oder WebCheck. Wir haben eine eigene, ich sag mal, Consulting- oder Beraterabteilung mit über 40 Beratern allein in Berlin, die wirklich unseren Kunden helfen von A bis Z, also wirklich von der Konzepterstellung, wo gehe ich hin, Handlungsempfehlungen oder sonstiges. Also es ist eine Kombination aus beidem, sowohl die Lösung an sich, aber auch das Know-how muss dann dementsprechend vorhanden sein. Und hier springt eben Map für unsere Kunden ein. Jetzt noch auch zwei Slides, hätte ich im Nachgang auch rausnehmen können, aber die zeigen auch nochmal ganz schön, dass das Thema eben Daten sehr, sehr wichtig ist und das Thema Analyse. Und leider ist es auch so, dass es aktuell noch nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte. Allerdings sind da Kenntnisse darüber schon vorhanden und es gibt natürlich auch Ströme, die dann dementsprechend dagegen wirken und es wird auch einiges getan an dem Markt, wie die Studie zeigt. Also das Thema wird tatsächlich immer mehr angenommen und es zeigt auch, wie relevant das ganze Thema ist. So, und dann kommen wir zu Map WebCheck. WebCheck, aus dem Bereich Analytics gekommen, vor 15 Jahren gegründet, wurde letztes Jahr von Map übernommen. Map, ja, wenn ich eCircle sage oder Teradata, klingelt es bei den meisten, ist daraus quasi entstanden, wurde letztes Jahr eben mit Map WebCheck ergänzt, was absolut komplett Sinn macht, weil wir eben jetzt in der Möglichkeit oder jetzt in der Lage sind, Daten zu sammeln, Daten tief analysieren zu können und nicht nur das, sondern da tatsächlich auch aktivieren zu können. Ich gehe noch mal ein paar Slides zurück, um das nochmal bildhaft darzustellen. Was WebCheck eben konnte, war klassisch oder ganz gut, eben diese Daten zu erfassen, diese Daten zu analysieren. Wir hatten auch teilweise Möglichkeiten, eben diese Daten verfügbar zu machen über On-Site-Kanäle, Banner, Layer, Produktempfehlungen. Und Map hat auf der einen Seite oder auf der anderen Seite eben über E-Mails, SMS, Push-Nachrichten, aber auch mit der DMP eben die Möglichkeiten, diese Daten zu erfassen, anzureichern und auf anderen Kanälen, auf den eigenen First-Party-Datenkanälen eben auszuspielen. In der Kombination beider Unternehmen oder beider Lösungen haben wir eben jetzt die Möglichkeit, komplett über alle Kanäle hinweg Daten zu erfassen, Daten anzureichern, Daten zu segmentieren und Daten auf sämtlichen Kanälen auch auszuspielen. Ja, also WebCheck Map seit letztem Jahr und seit 31. Januar hochoffiziell nur noch eine Company.
Ja, wie gesagt, meisten kennen Map von Namen, wenn ich eCircle sage oder Teradata, aber wir haben natürlich auch dementsprechend, oder Map hat dementsprechend natürlich auch schon namhafte Kunden. Hier sind ein paar Beispiele, die unter anderem Map einsetzen. Sie sehen hier nochmal ein paar Statistiken, speziell aus UK, aber auch WebCheck war kein unbekannter Name, vor allem im deutschsprachigen Raum. Auch wir hatten namhafte große Kunden, wie zum Beispiel ProSieben, Sat1, die komplett mit uns arbeiten, aber auch Flixbus, einer unserer Kunden, um nur zwei zu nennen, auch im Finance-Insurance-Bereich, WebCheck sehr, sehr stark, eben auch der folgenden Tatsache, nicht nur der Lösung an sich, sondern dieser Tatsache hier. Ich hatte ja auch in meinem Beispiel erwähnt, wie wichtig eben First-Party-Daten sind oder die Datenhoheit an sich. Daten, die Sie aus erster Hand haben, die die Konkurrenz eben nicht hat, die bieten wirklich einen wesentlichen Vorteil für Sie als Unternehmen, um dementsprechend daraus mehr Umsatz oder Sonstiges zu generieren. Ich meine, Sie würden auch privat, wenn Sie jetzt eine Information von einem kriegen, die Ihnen wirklich einen Mehrwert bieten könnte, die Ihnen Umsatz bieten könnte, doch nicht an jeden einfach so weitererzählen. Genauso agiert auch WebCheck oder auch Map. Wir schützen Ihre Daten. Unsere Tracking-Server zum Beispiel stehen in Deutschland. Die Datenhoheit liegt beim Kunden. Die Daten werden nicht an dritte Parteien weitergegeben. Das alles natürlich geprüft und zertifiziert über den TÜV, über E-Privacy-Siegel und sonstige Siegel, die wir haben. Das heißt, wir legen ganz, ganz viel Wert darauf, dass Sie die Daten, die Sie teuer über verschiedenste Marketingmaßnahmen erkauft haben, dieser Mehrwert, den Sie daraus generieren könnten, dass der auch bei Ihnen liegt oder bei Ihnen bleibt. Und das wird sich auch nicht ändern mit der Übernahme durch Map, ganz im Gegenteil. Wir legen noch mehr Wert auf das Thema, weil es in der Vergangenheit natürlich gezeigt hat, wie wichtig das Thema ist, speziell auch in Deutschland. Map oder wir jetzt sind auch kein kleines, auf die Dachregion beschränktes Unternehmen, wir sind international tätig. Unser Hauptoffice oder WebCheck's Hauptoffice war in Berlin oder ist immer noch in Berlin, wird auch verstärkt jetzt, ich sag mal, in Personal investiert. Und nicht nur das, wir haben heute auch hier einen Stand. Das heißt, wenn Sie Interesse haben oder weitere Fragen haben, können Sie uns nicht nur gerne jederzeit im Office hier in Berlin besuchen, wir haben auch ein Office in München, falls Sie in München sein sollten, sondern gerne auch an unserem Stand. Welche Nummer haben wir gerade? Ich habe es vergessen. Weißt du das zufällig? C4.2. Dann sehe ich Sie hoffentlich nachher noch. Ja, das war es dann auch von mir zum Thema Insights. Ein bisschen überzogen, aber noch im Rahmen. Ne? Alles sehr gut im zeitlichen Rahmen. Vielen Dank schon mal, Andreas Sartison, Director Sales vom Stage Sponsor hier. Genau, also nicht, ihr müsst nicht dringend wechseln jetzt. Wir haben genügend Zeit, auch noch knappe 7 Minuten für Fragen. In English or in German or only in German? Probably. German would be nice. Bitte auf Deutsch. Also wenn noch Fragen sind, bitte gerne jetzt. Der Hunger überwiegt gerade, merke ich, oder? Aber Mittagszeit, ja. Ist das eine Hand? Nee, das ist Strecken, auch gut. Schön. Also ich hätte tatsächlich eine Frage für mich auch persönlich. Also ich bin von meinem akademischen Background Psychologe. Wir haben gelernt, mit empirischen, harten, quantitativen Daten umzugehen. In meinem täglichen Business merke ich aber auch, dass es wichtig ist, sehr viel qualitative Daten zu generieren. Das heißt, wenn ich mit Kunden, Kundinnen telefoniere, einfach auch wirklich so ein bisschen intuitiveres Bauchgefühl auch zu entwickeln, für was ist die Zielgruppe, wie tickt die, die man jetzt nicht in harten Daten, wie ist da so euer Verhältnis oder wie würdest du, was wäre ein optimales Verhältnis zwischen wirklich quantitativ und qualitativ? Ich hatte ja gesagt, auch Insights zu generieren ist das eine, diese Insights anzuwenden ist das andere. Und ich hatte ja ein Beispiel auch gezeigt, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, eben wie diese Insights anzuwenden sind oder was das Ergebnis daraus ist. Deswegen ist es, wie gesagt, ein Trial and Error in meiner Aussicht, also wirklich mal versuchen. Und dementsprechend kann man natürlich auch vom emotionalen Aspekt natürlich Dinge mit einbringen und wenn es funktioniert, dann habe ich eben neue Insights gewonnen. Also so ist es nicht. Ich hatte auch das Beispiel im Retail oder im Einzelhandel erwähnt, wie da gearbeitet wird. Also auch das kann sich auf den Online-Bereich eben übertragen lassen, dass man wirklich mit dem Unterbewusstsein spielt, also wirklich auch mit Emotionen spielt. Und das Punkte im Design oder Sonstiges sind natürlich auch Dinge, die damit einfließen. Aber auch sowas kann man natürlich messen. Ja. Genau, also auch da kann man natürlich methodisch vorgehen. Ja. Wurde noch eine Frage getriggert? Es sind auf jeden Fall noch interessierte Menschen hier.
Frage vielleicht sozusagen, wie kann man die Daten generieren, wie funktioniert die Schnittstelle von Daten zur Anwendung? Daten ist halt... Ich glaube, der Hunger überwiegt. Ich will dem auch ungern im Weg stehen. Deswegen noch einmal herzlichen Dank an Andreas Sartison. Und für Fragen am Stand oder auch jetzt wahrscheinlich. Gerne jederzeit im Office oder hier am Stand. Wir stehen bereit. Ansonsten guten Appetit und ja. Alles klar. Einen schönen Nachmittag noch. Vielen Dank und bis gleich. Danke.